Ja, wir wurden zu einem Sturmeinsatz am Ortsausgang Walle in Höhe der Kreuzung Richtung Holtrum alarmiert. Als wir dort eintrafen, kam eine Passantin und hat uns gleich darauf hingewiesen, dass weiter oben in Höhe des Funkturmes an der Bundesstraße ein PKW in mehrere Bäume gefahren ist. Daraufhin sind wir dann an der ersten Einsatzstelle vorbeigefahren, um zur Menschenrettung dieser Person Richtung Funkturm auszurücken. Beim Eintreffen war der PKW im Bereich des Motorraumes unter einem massiven Baum erdrückt. Die Fahrerin konnte aus eigener Kraft aus dem PKW aussteigen, klagte aber über Schmerzen im Oberkörperbereich. Daraufhin haben wir dann einen Rettungswagen angefordert zur Betreuung dieser Person und mit den Sicherungsmaßnahmen an der Straße begonnen. Insgesamt sind 6 Bäume an der Einsatzstelle mit dem PKW hier umgestürzt. Da haben wir mehrere Motorkettensägen auch von der benachbarten Ortsfeuerwehr aus Holtrum mit eingesetzt, haben einen Trecker dann zur Hilfe hinzugezogen und weitere Motorkettensägen hier zum Einsatzort gebracht. Ja, wir räumen jetzt weiterhin die Fahrbahn soweit auf, haben die Landesstraßenmeisterei auch hier zur Einsatzstelle herbeordert, um das zur Seite geschnittene Baumholz aus dem Fahrbahnbereich komplett wegzuräumen, dass keine PKWs dort auch reinfahren können. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir auf Anordnung vom Revierförster hier noch 4 weitere Bäume, die jetzt gefällt werden müssen, die auch drohen, auf die Fahrbahn zu fallen bei einer eventuell erneuten Böe oder eines Windstoßes. Jetzt 6 Bäume auf einmal noch nicht, aber Sturmeinsätze hat man dann doch das eine oder andere Mal schon häufiger, gerade so bei einem bewaldeten Gebiet, wie es hier in der Ortschaft Walle beim Ortsausgang ist. Aber 6 auf einem Schlag ist schon recht spektakulär. Ganz persönlich waren wir zu Hause im Wohnzimmer und es brauste doch schon gewaltig, der Regen ging von links nach rechts rüber und man konnte den Wind an allen Ecken doch deutlich hören.